Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Pack Opening und heute haben wir mal wieder ein komplettes Display, ein, ich glaube 24 Display, ja, 24er Booster Display von Fist of the Gadgets von Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, ja. Freunde, Konami hat mir mal wieder was zugesandt. Gerade noch haben wir von der Weltmeisterschaft so ein Ding mitgenommen und geöffnet. Ich glaube, das war eine... Bin mir nicht ganz sicher. War das eine englische Version von Fist of the Gadgets? Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine. Alter, guck mal, wie die glitzern und glänzen. Ja, und ich freue mich, die zu öffnen zusammen mit euch, Freunde. Wir springen einfach mal rein. Wir haben 24 Packs, die wir wieder öffnen. So. Hier ist die Cam. Ich bin, by the way, gerade zurück von meiner Reise zur Gamescom, ne? Nach der Weltmeisterschaft etc. Ja, und es war fun, was ich dazu sagen habe, seht ihr auf dem Hauptkanal, Freunde, auf jeden Fall. Es ist mein erstes Video, was ich gerade wieder aufnehme. Ich muss mich ein bisschen akklimatisieren, ich muss mich wieder ein bisschen... Naja, ein bisschen erholen. Ne? Die nächsten Tage werden für mich so eine kleine Erholung sein. Aber nichtsdestotrotz wollte ich ein kleines Pack-Opening mit euch machen. Denn das kann man definitiv tun. So, wir öffnen das erste. Oh, das ist wieder so ein Ding, ne? Ja. Das ist wieder so ein Ding. Wir haben, by the way, ein paar Live-Pack-Openings gemacht auf der Gamescom. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Vom neuen Structure-Deck, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall die ganzen Parshath, der heilige Erz, Luftritter etc. Ne, die ganzen Karten, die kennt man. Kraftengel, Valkyre etc. Ja, die habe ich auf der Gamescom aufgemacht. Habe ich tatsächlich von euch geschenkt bekommen, also von einem von euch, einem Zuschauer. Dann, meine Freunde, haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Ne? Rarität, Stufe Japanese. Und ein paar Karten, die wir, ne, ein paar Favorite-Karten aus Duel Links, die ich von euch geschenkt bekommen habe. Unter anderem Jubel. Oh mein Gott, ich habe ja in einem Pack-Opening, glaube ich, in einem Pack-Opening oder war es in einem Part? Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich gesagt, dass ich so gerne mal Jubel in echt hätte. Und jemand ist auf der Gamescom auf mich zugekommen und hat gemeint, hey, ich schenke dir die drei. Und ja, jetzt haben wir also Jubel in unserer Sammlung, was einfach nur richtig awesome ist. Nicht nur Jubel, sondern auch andere Karten, ne? Hier sowas, was mega crazy ist. Aber ey, heute soll es nicht um die hier gehen, denn die werde ich einordnen und dann werden wir ein Showcase zu allem Möglichen machen, ne? Zum kompletten, ne? Wenn das Ganze dann fertig ist. So, kann ich das hier mal noch, boop? Oh, na, sieh mal einer an. Wir haben hier nämlich noch ein Licht, ne? Was, zack. So, auf die Karten. Ja, genau. So können wir nämlich noch die Helligkeit ein bisschen anpassen, Freunde, wenn es euch wieder zu dunkel ist, etc. So, aber jetzt wollen wir mal das Ding hier öffnen. Wir haben einen Codierer-Sprecher. Wir haben einen, so einen Draco-Krieger. Und diesmal tatsächlich auf Deutsch, ne? Weil beim letzten Mal hieß der anders. Also, ne, Draco-Warrior, etc. Synod-Konflikt. Dann haben wir hier Synod-Optimierung. Ich muss die Karten wieder ein bisschen mehr in die Kamera halten. Und eine Feuerfaust V. Ja, also wir haben definitiv die englische Version davon, denn die heißt normalerweise Peacock. Na, aber hier heißt sie V. Sehr cool. Okay, sieht man das hier so ein bisschen? So, ich habe jetzt gerade noch die Lichtverhältnisse ein bisschen angepasst, ne? Damit wir das ein bisschen besser sehen hier. Ich werde, by the way, früher oder später irgendwann mal diese Kamera hier auswechseln. Sie ist zwar jetzt mittlerweile auf 1080p und 60 FPS eingestellt, ne? Man sieht es ja auch, es ist relativ smooth. Aber, naja, ich hätte gerne da noch ein schärferes Bild für die Karten etc. Aber naja, Kameras sind teuer, ne? Und die muss man sich definitiv erarbeiten und das wird wohl noch eine Weile dauern. Aber bis dahin werden wir die Pack-Openings eben so machen und ich finde, das passt auch. Auf jeden Fall haben wir einen Peacock bekommen. So, hier haben wir wieder einen grünen Apparat, ne? Dann haben wir einen Synod-Konflikt, ein Faulheit. So heißt das Ding also. Amor Fetch Faulheit. Ein Majestät-Mädchen, die wahre Draco-Wirkerin.
Und einen Aufstieg Erzunterweltler. Ja, das waren ja die Erzunterweltler-Karten, ne, die man hier bekommen kann. Einige von euch haben mir in den Kommentar, oder einer von euch hat mir in den Kommentar geschrieben, dass ich quasi nicht gecheckt hätte, dass das quasi der Erzunterweltler ist von, naja, Yugi Mutos Deck. Natürlich ist mir das aufgefallen. Das sind quasi neu... keine Ahnung, das Monster wurde wahrscheinlich neu gemacht, ne, in allen möglichen Variationen und jetzt sind die eben, in allen möglichen Formen erschienen, ne. Ich glaube, Synchro, Fusion, bin mir gar nicht mehr sicher, gab es eine Fusion? Xyz und hier Link, warte mal, gab es einen Link? Ich, genau, wir werden sehen, Freunde, wir werden wahrscheinlich noch ein paar davon ziehen. Auf jeden Fall Peacock und diesen Erzunterweltler haben wir bereits schon gesehen. Chronograph-Zauberer, okay. Da waren einige neidisch beim letzten Mal, als ich den gezogen habe. Der scheint wohl gar nicht mal so bad zu sein. Das ist auf jeden Fall die erste Karte, die wir ziehen. Dann haben wir einen Command-Dynamo, ein Unzucht. Faulheit, Unzucht, die sind wohl irgendwie Sündenmonster oder so. Lanzenträger und einen Fire-Formation Sinto. Ich würde so gerne mir ein Fire-Formation-Deck bauen, Freunde. Ich habe, by the way, ich kann euch das gerne mal hier zeigen, hier mal ein Deck erstellt. Und es ist ein Rocket Dragon Deck, ne, mit Silberraketendrache etc. pp. Und hier noch das Extra Deck mit den ganzen Booster Dragons, Quadrobble Drache und so. Ich habe mir mal ein erstes kleines Deck erstellt anhand von ein paar YouTube Videos, die das Deck empfohlen haben. Und ich stelle mir also auch in Real Life jetzt ein paar Decks zusammen, mit denen man spielen kann. Ich würde gerne dieses Deck noch komplettieren. Da ich gerne früher oder später mal so ein Firefist-Deck hätte. Na? Aber mal gucken, vielleicht auch Gadgets oder Archfiends, I don't know. So, Goldener Apparat. Dann haben wir Bruderschaft, der Geist. Dann haben wir Tauschkleriker und einen Tierkönig. Und Tanky, die Zauberkarte. So, jetzt haben wir also Pfau, also Peacock, dann haben wir Tanky und Sinto. Sehr cool. Und mit diesem Ding hier, mit diesem Booster, denke ich auch, haben wir genug Karten, um uns mal so ein anständiges Anfängerdeck zu machen, oder? So, Signet-Optimisierung, dann wieder die Draco-Kriegerin. Goliath. Okay. Das Ding hat ein Schwert in der Brust, habe ich gar nicht gesehen. Und dann haben wir den Destroyer Dynamo. Den haben wir ja schon beim letzten Mal dreimal bekommen. Na? Let us see. So. Alright. Nächstes Pack. Raster-Liga. Okay. Dann haben wir den Power Hold. Die mobile Batterie. Den Feuerfaust Gorilla. Den dürften wir jetzt, glaube ich, auch dreimal haben. Also wenn wir uns wirklich dieses Deck machen wollen, dann haben wir jetzt ein paar gute Minions. Ich weiß nicht, ob der so stark ist. So, Tenzu und das letzte Mon ist... ich glaube, die haben wir noch nicht. Ich glaube, die haben wir noch nicht, Alter. Damn, kann das sein? Warte mal, ich move mal ganz kurz. So, das Mikro, damit ich... ja, so dürfte das definitiv besser sein. Bruderschaft der Feuerfaust Antilope. Okay. Das ist interesting, Freunde. Ja, man sieht es heute wieder, ne? Ja, Leute, es tut mir leid. Ich war jetzt 2 Wochen weg. Ich war nicht im Studio. Die Lichtverhältnisse sind nicht perfekt. Und so weiter. Man sieht kaum, dass die Karte glänzt. Tut sie aber, definitiv. Aber auch das werde ich wieder klären. Ne? Die kommenden Pack-Openings werden wieder besser, wenn ich mein Studio wieder ein bisschen in Betrieb genommen habe. So, wie gesagt, ich war jetzt lange weg und naja. So, Subterror, die Fallenkarte haben wir wieder. Ne, letzte Schlacht des Unterterrors, dann haben wir den hier ein paar Gadgets, roter Apparat. Dann haben wir einen Hahn, sehr cool. Sehr cool. Und das letzte ist der Gipfel Liang, die Feldzauberkarte von den Firefists. So, by the way, werde ich auch einige Karten, die ich quasi nicht brauche, die ich überhaupt
an euch verschenken. Folgt mir dazu wie immer auf Instagram, da mache ich die ganzen Verlosungen etc. So, da haben wir wieder eine Gadget Spell, einen Rasta Liger, einen Tierkönig. Oh, einen 100 Gift, Hungergift Fusionsdrachen, sehr cool. Den haben wir auch schon einmal, glaube ich, oder zweimal, ich glaube einmal. So, und dann haben wir noch eine Sinto. Also wir kriegen echt super viele von diesen Sintos und von diesen Tankies, ne? So, Elface, dann haben wir Unterterror, Unterweltlerin. I love Subterror. So, nochmal diese Draco-Dingens. Dann haben wir Geist. Und nochmal Tanky. Ey, guck mal. Wenn wir schon von Tanky reden. Bis dato haben wir echt noch nicht viele Archfiends gezogen aus diesem Pack, ne? Da fehlen definitiv noch einige. So, wir haben einen goldenen Apparat. Dann haben wir den Lanzenträger. Dann haben wir den Sprecher. Dann haben wir Feuerformation Yoko. Und nochmal Peacock. Sehr cool. Okay. Aber Peacock haben wir jetzt irgendwie das fünfte Mal oder das sechste Mal schon gezogen, also das ist echt crazy. So, Defcon-Vogel, genau, den haben wir zum Beispiel nur einmal gehabt beim letzten Mal. Also das sind definitiv die selteneren Karten als das hier zum Beispiel, den bekommt man die ganze Zeit. So, dann haben wir einen silbernen Apparat und nochmal eine, boah, Digga, also jetzt, ne? Holy Banoli, Alter. Die Peacock ist aber echt, so. Nochmal eine Subterror-Karte, dann den Bären, da haben wir auch noch, den haben wir auch noch einmal bekommen, Verbotsschlange und den, die Synchro-Archfiend-Karte, okay, sehr cool. Wunderbärchen, haben wir die also auch noch auf Deutsch? Ja, wie gesagt, ich werde die Karten euch entweder beim Merch beilegen oder sie sogar verschenken, je nachdem, das erste Monster oder die erste Karte, die wir ziehen, ist wieder ein Fusionsdrache. Subterror, Alter, wenn wir irgendwann einen Subterror spielen, ne? Den Draco-Krieger, Unterterror, Unterwälderin und da ist auch schon die Ritualkarte. Sehr schön, Erwachen des Erzunterwäldlers. Sauber. Okay, alright. Ich bin gespannt, ob wir mal noch eine Karte sehen, die wir noch nicht gesehen haben, weil bisher kannte ich alle Karten und naja, normalerweise hat man doch Karten in so einem Display, die man... Keine Ahnung, die ein bisschen seltener sind oder die wir nicht kennen. So, wir haben wieder einen Hahn, einen Defcon-Vogel, jetzt haben wir drei davon und einen Gipfel. Okay. Alright. Das nächste, whoops, ein Tauschkleriker. Den haben wir auch nur einmal gehabt, glaube ich. Feuerformation Tenzu, einen dritten Geist, einen zweiten oder dritten Yoko. Oh, und einen Drachokrieger. Der ist auch sehr cool. Oh. Goddammit, das Design... Na, vor allem in dieser Rarität. Ja, sehr, sehr cool. So, dann haben wir noch wie viele Packs? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Packs. Okay, also fast noch die Hälfte. So, ich muss mal ein bisschen den Müll hier so ein bisschen zusammen, ne? Die Packs brauchen immer super viel Platz, wenn sie geöffnet sind. So, wir haben einen roten Apparat, wir haben Subterror, wir haben Signet-Optimierung, wir haben grünen Apparat und wir haben noch so einen Gipfel. Alter, jetzt, das ist doch der Gipfel. Jetzt reicht aber, ey. Alter Schwede, Peacock und den Gipfel haben wir jetzt schon unendlich mal gezogen. So, das ist wieder so einer, ne? Latenz, den haben wir beim letzten Mal auch nur wieder einmal gezogen. Ja, solche Karten würde ich halt gerne mehr sehen, die man nur einmal bekommt. Oh, und noch ein Chronograph-Zauberer, sehr schön. Jetzt haben wir sehr viele davon. Tenzu, goldener Apparat und die letzte Karte ist nochmal ein Erzunterweltler. Und zwar die Ritualversion. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir jetzt noch 7. Spoolcode. Die haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesehen, oder? Bin mir nicht sicher, aber die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Kodira Sprecher, Unzucht, einen Meister Cerberus. Okay, mystisches Ungeheuer. Und einen Dynamo. Okay, von dem haben wir heute nur einen bekommen. Von daher geht es irgendwie klar. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch... eine weitere Verbotsschlange. Sehr schön. Jetzt bekommen wir die ganzen Karten, die... Naja, ich nur einmal hatte. Schrottrecycler. Okay. Und die letzte Karte ist nochmal eine Antilope. Okay. Sehr cool. Interessant. So. So, nun haben wir also noch 5 Packs. Und direkt das erste ist ein Kardinal, was wir ziehen.
Ein DEFCON-Vogel, eine Latenz. Oh, da haben wir uns gespoilert. Eine Unzucht und eine Synchro-Version des Erzunterwendlers. Alright. Zack, let's go. Wir reißen auf. Ne, wir haben das Pack ja schon gesehen. Wir gehen nicht mehr krass auf die einzelnen Karten ein. Wir wollen einfach mal gucken, was in diesem Display war. So, Schusskodierer, Sprecher, dann haben wir Batterie, Command, Dynamo, Kardinal. Und die letzte Karte ist eine Ausrüstungskraft. Okay, die haben wir heute auch zum ersten Mal, glaube ich. Und das sind die letzten drei Packs. So, wir kriegen eine Latenz. Wir kriegen einen silbernen Apparat, wir kriegen einen Bären, wir kriegen einen goldenen Apparat und wir kriegen einen... Einen Panda! Wow, ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir einen Panda ziehen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass irgendjemand aus den Kommentaren von euch genau über diese Karte gesprochen hat und ich verwirrt war, weil ich die Karte noch nicht gezogen hatte. Wow, okay, eine Feuerfaust Panda. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der besseren Feuerfaustkarten. Na? Aber let's see. So, falscher Stapel, zack. Ich glaube, den braucht man definitiv ein paar Mal für das Feuerfaust-Deck, wenn man es spielen will. Schusskodierer, Sprecher, dann haben wir einen Hahn, wir haben Ausrüstungswechsel, wir haben die versteckte Stadt, was der Field Spell für Subterror ist. Und eine Fusion, Manifestation. Habe ich die Fusion von ihm? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon, oder? Manifestation, doch, ich glaube, die hatten wir schon. Aber nur einmal. So, und jetzt haben wir das letzte Pack, Freunde. Sind auch schon wieder 20 Minuten fast im Video, von daher, also bald mal, ne? So, Tauschkleriker, dann haben wir den grünen Apparat, wir haben eine Verbotsschlange, wir haben einen Wechsel und die letzte sehr, sehr seltene Karte wird sein... Oh, eine Feuerformation Domain. Okay, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Das sind nämlich zwei davon drauf. Also einmal ist es wer? Ist es er hier? Nee. Das ist nicht er hier, aber es ist die andere Olle. Nicht Peacock, sondern die mit dem... Ja, genau, die hier, ne? Die hier ist es doch. Ja. Und der andere ist wer? Wahrscheinlich der... Ja, ich glaube der... Moment, ich suche ihn mal ganz kurz. Ne, er hier ist es auch nicht. Der Kardinal ist es nicht. Interesting. Oh, die kam noch auf die falsche Seite. Alright, und der Tigerkönig war scheinbar auch nicht. Die sehen alle anders aus. Aber gut. Ja, wir haben, glaube ich, keine einzige Karte gezogen, die ich noch nicht hatte, außer diese Zauberkarte, die ich nicht mehr im Kopf habe. Und den Panda. Ne? Aber ich glaube, der Panda ist eine sehr, sehr gute Karte, Freunde. Aber hey, das war unser zweites Set, beziehungsweise Showcase zu Fist of the Gadgets, diesmal in Deutsch. Ich danke wie immer Konami, dass sie mir wieder die Karten zur Verfügung gestellt haben. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob man aus diesem Deck irgendwie ein cooles... Ob man aus diesem Booster, ne, aus diesem Display ein cooles Deck bauen kann, Freunde. Denn ich hätte definitiv Interesse an Fire Fists, ne, hier mit Peacock und all den möglichen Krawums. Ich glaube, Erzunterwäldler, habt ihr gesagt, ist eher so gimmicky, aber nicht wirklich stark, ne, aber maybe mit den Fire Fists. Okay, Freunde, das war's. Wir sehen uns in einem nächsten Opening wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.